Herzlich willkommen hier im Löwenzahn-Fanclub. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, 40 Jahre Löwenzahn wird ja dieses Jahr gefeiert. Und ihr habt gefragt, warum überhaupt? Die erste Löwenzahn-Folge lief 1981, in meinem Geburtsjahr. Ja, das hängt damit zusammen, dass 1980 ging die Produktion der Folgen für Löwenzahn los. Also 1980 ging es los mit der Produktion der ersten Folgen für Löwenzahn, weil 1976, 77 gab es die ersten Überlegungen beim ZDF, dass man eine Kindersendung machen könnte zu den Themen Natur, Umwelt und Technik. Wichtig dafür waren Dr. Ingo Herrmann als Leiter der Abteilung beim ZDF, ne? Also heute wohl Redaktionsleitung oder ne? Und damals halt Dr. Ingo Herrmann. Und ja, da ging es also 1980 los. Es gab ja vorher Pusteblume. Das war ja der erste Vorstoß, dass sie in den 70ern, also 76, 77, 78, 79, haben sie ja die ersten 20 Folgen produziert. Dann gab es da aber einige Unstimmigkeiten zwischen der Produktionsfirma auf der einen Seite und dem ZDF auf der anderen Seite, wie die einzelnen Folgen auszusehen hätten, ne? Das hat ihnen nicht so gefallen beim ZDF. Und da haben sie ihnen gesagt, komm, mach das anders. Wir möchten das so und so. Und da gab es einige Reibereien, Unstimmigkeiten. Und dann hat das ZDF die Zusammenarbeit beendet. Und man hat überlegt, was macht man jetzt? Die Sendung kam gut an bei den jungen Zuschauern, bei der Zielgruppe. Und das wollte man eigentlich fortsetzen. Das Problem war damals, Peter Lustig war nicht beim ZDF angestellt, sondern direkt bei der FIB, also bei der Produktionsfirma von Pusteblume. Damit hatte er einen gültigen Vertrag. Die wollten ihn nicht aus dem Vertrag lassen. Da gab es einige Sachen, die man vor Gericht klären musste. Aber 1980 ging dann die Produktion los. Jetzt in Berlin. Das war auch ein Wunsch von Peter Lustig und mit heute noch der Produktionsfirma Studio TV Film, damals unter der Leitung von Herrn Dr. Mann. Viele liebe Grüße an Herrn Mann. Und ganz wichtig für die Anfänge von Löwenzahn waren ja Klaus Landsiedel, Peter Lustig, Klaus-Hein Fischer, Sabine Jörg. Und Tim Morris, Gabriele Rötermeier, Dr. Ingo Herrmann, Jürgen von Kanarski. Also, liebe Leute da draußen, für alle, die noch da sind, ich danke euch. Ich danke euch dafür im Namen aller Fans. Ich denke mal, das ist auch in eurem Sinne. Danke, danke, danke. Denn ohne euch hätten wir Löwenzahn heute gar nicht. Dann gäbe es keine Sendung. Wer weiß, was es dann geben würde. Aber kein Löwenzahn, kein Peter Lustig. Also, vielen lieben Dank an alle damaligen Beschäftigten, auch die, die ich jetzt nicht genannt habe. Vielen lieben Dank und ihr seid klasse, ihr habt tolle Arbeit geleistet. Gerade Frau Rötemeier auch, die auch die Idee zu dem Namen Löwenzahn hatte. Und Dr., sag schon, Dr. Ingo Herrmann als Leiter vom ZDF, also nicht vom ZDF selbst, sondern von der Abteilung für die kleinen Reihen. Vielen, vielen Dank. Tim Morris, der hat die Drehbücher, auch einige tolle Drehbücher geschrieben, gerade in der Anfangszeit. Klaus-Hein Fischer, habe ich das irgendwo? Nee, habe ich gerade nicht. Der hat ja den ersten Löwenzahn-Vorspann gezeichnet. Er hat den Bauwagen entworfen. Er hat in den ersten Folgen, wenn ihr da mal schaut, habt ihr gesehen, die ganzen Zeichnungen in der Folge genau, in der ersten Folge war doch ich glaube, das war auch von ihm, mit dem Mond, diesen komischen Typen, der alles rechteckig haben wollte. Ich glaube, das war auch von ihm. Aber viele, wenn ihr euch an die erste Löwenzahn-Folge erinnert, wo Peter Besuch von Trude bekommt und diese Animation, auf dem, wo er mit dem Kaffee kleckert, weil das Flugzeug gerade rüberfliegt.
Und dann war das ja so, dass irritiert mich das. Das ist die Batterie. Ja, wo er mit dem Kaffee kleckert. Und dann sehen wir die Animation. Das ist auch von Klaus-Hein Fischer. Er war so bekannt dafür, wie soll man das nennen? Scherenschnitt-Animationen und so. Ich kenne den richtigen Begriff dafür nicht, aber diese Sachen, die aussehen, als wenn sie ausgeschnitten sind und sich dann bewegen, gerade für so eine Sache war er berühmt und bekannt. Und ja, er hat das gezeichnet und da sage ich Dankeschön. Auch Klaus Landsiedel, Jürgen von Konarski. Ja, also vielen, vielen lieben Dank an Dr. Mann und sein Team, sein damaliges Team, an StudiTV von heute, an das ZDF und an die genannten Personen. Vielen lieben Dank auch an Peter da oben, an Herrn Frau Schulke, Helmut Kraus. Wir vermissen euch. Vielen lieben Dank, dass ihr das alles so toll gemacht habt, dass wir jetzt 40 Jahre später, immer noch neue Abenteuer aus Bärstadt erleben dürfen. Also, Dankeschön dafür. Ich hoffe, die Frage ist jetzt ein bisschen beantwortet. Warum feiern wir dieses Jahr? Und dann. Gab es noch die Frage, warum gibt es eigentlich keine Löwenzahn-DVDs? Nun, es gab Löwenzahn-DVDs. Und zwar die, habe ich die gerade hier? Moment mal. Ein Augenblick. Nicht so gut. Hier, bist du da, bist du dort? Da nicht, da nicht, da nicht. Hier unten. Gut. Es gab Löwenzahn-DVDs. Jetzt gibt es keine, es gibt auch keine Staffel-DVDs. Warum ist das so? Das werde ich immer wieder gefragt und ja, auch mich stört's, weil ich hätte sie gerne auch. Doch es gibt wohl gravierende rechtliche Probleme. Das hat nichts mit Peter Lustig zu tun, sondern man munkelt. Keine gesicherten Informationen, aber man munkelt, es hängt mit den Einspielern zusammen. Einspieler, das sind die Informationsvideos, die zwischen den Spielhandlungen kommen. Die erklären, also wie eine Raupe schlüpft oder so eine Sachen. Die wurden damals eingekauft und ja, da sind die Rechte nach ein paar Jahren dann abgelaufen. Und anscheinend wurden die nicht verlängert. Und wenn man natürlich etwas neu auf den Markt bringen will, dann muss man die Rechte haben an all den Filmmaterialien. Und anscheinend, man munkelt. Wie gesagt, ich frage schon seit einigen Jahren und bekomme da keine klare Antwort. Also man munkelt, dass es daran liegt. Und wenn es daran liegt, dann ist es klar, dass keine DVDs kommen werden, weil dann müsste man ja, also es gab ja nicht nur eine Firma, die diese Sachen hergestellt hat, sondern man hat ja, ich denke mal, grobflächig eingekauft zu einem gewissen Zeitpunkt. Heute werden die, glaube ich, selbst produziert oder ich denke mal. Aber jedenfalls, damals wurden die eingekauft und wenn dort die Rechte ausgelaufen sein sollten, dann ist klar, das macht einen Haufen Arbeit. Und ob sich das lohnt, das für mich würde sich das lohnen und ich denke mal für euch da draußen auch. Aber es muss sich auch rechnen. Und gerade beim ZDF, und für eine, es ist ja so, die Firma, die das produzieren wollen würde, es gab ja einige DVD-Firmen, die gerne Löwenzahn auf den Markt bringen wollten. Ich hatte einige angesprochen, angeschrieben und es waren einige Sachen. Einige wollten das machen. Das muss ja auch für die sich rechnen. Und wenn man da jetzt, das sind erstmal 2 Jahre, versucht, irgendwelche Rechte zu erneuern, das ist, glaube ich, zu kostenintensiv. Aber wie gesagt, das sind die Gerüchte. Und deshalb wird es wahrscheinlich keine DVDs mehr geben. Deshalb laufen auch im Fernsehen nur noch die gleichen Folgen.
mit Peter. Was ich sehr, 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 sehr schade finde. Denn es gibt so tolle Folgen. Und gerade wenn sie im Fernsehen laufen, haben sie eine bessere Qualität als auf irgendwelchen einschlägigen Videoportalen. Ne? Weil ich finde es ja schön, dass wir trotzdem Löwenzahn genießen können. Aber die Qualität ist ja manchmal nicht so toll. Aber so ist das leider. Derzeit gibt es keine DVDs von Löwenzahn. Was ich nicht verstehe, ist, warum es von Fritz Fuchs keine DVDs gibt. Es gibt genug Fans da draußen, junge Fans und so, die sich auch, ich denke mal, Staffel-DVDs kaufen würden. Warum gibt es keine von Fritz wenigstens? Das wäre schön. Also, liebes ZDF, 40 Jahre Löwenzahn, ZDF Enterprise, ihr seid ja für die Lizenzvergabe und für das Marketing und bla zuständig. Fritz, DVDs, Löwenzahn, die neuen Abenteuer. Es gab so tolle Abenteuer, die in einer, auf einer schönen Blu-ray mit ein paar Extras. Das wäre toll. Also macht's doch mal. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es keine Firmen gibt, die das rausbringen würden. Jo, also das war zu der Frage. Warum gibt es keine Löwenzahn-DVDs? Das wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr ändern. Sehr, sehr schade. Ja, aber so ist das. Gut, das war ein kurzes Video von mir. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Demnächst kommt hier das erste Löwenzahn-Fanclub-Geburtstagsspecial zum 40-jährigen Löwenzahn-Geburtstag. Und dann gibt es noch ein zweites. Das werde ich demnächst in Angriff nehmen. Eine kleine Überraschung. Und dann werden wir natürlich Videos machen von der Geschenkübergabe. Vielleicht machen wir das am Bauwagen. Ich werde nochmal schauen, muss mal mit der Produktion sprechen, wo wir das machen. Denn wir haben ja ein Geschenk im Namen aller Fans für das Team von Löwenzahn für 40 Jahre Löwenzahn. Und ja, mal gucken.